Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News. XRP Deutschland wieder mal am Start, Leute. Heftige News, wir haben heftige News. Ihr habt da wahrscheinlich vorhin mitbekommen, alle Nachrichten in Amerika oder sehr besondere Nachrichten in Amerika, gibt es morgen eventuell eine Einigung? Das ist hier die Frage und wir wissen, dass in alle Gruppen, die wir vertreten sind und alle Gruppen, in denen wir aktiv sind, wird darüber gerade diskutiert und alle schreiben, alle posten die gleichen Bilder und wir werden jetzt auf jeden Fall aktuell dieses Video für euch drehen und mit euch eventuell eine Lösung finden. Wird morgen eine Lösung geben? Ich weiß es nicht, Luis. Wir haben übrigens eine Wette. Viele von euch wissen das. Ich gehe stark von aus, dass morgen, übermorgen oder überübermorgen, also 15., 16. oder 17. die Nachricht rauskommt, dass es eine Einigung gibt. Wir haben ja über den Luis schon länger eine Wette. Und wenn das nicht stattfindet, werde ich persönlich, Luis, losgehen, dir ein Döner-Teller, keine Ahnung, kannst dir aussuchen, was du willst, besorgen, dann kannst du das hier schön essen. Du magst schön mit Cocktailsoße und so, ne? Und dann werden wir mal schauen. Aber ich gehe davon stark aus, dass ich nicht verlieren werde. Ja, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, will ich einfach mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal, drücken dick auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. Werbung in eigener Sache. Not your keys, not your cryptos. Wir persönlich nutzen und empfehlen Decent Wallet, um Kryptos sicher aufzubewahren. Mit unserem Link in der Beschreibung spart ihr 30% auf eure Hardware Wallet. Ja, Leute, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Vorhin kam die Nachricht, in Fox Business in Amerika gibt es morgen eventuell eine Einigung. Und ja, diese Nachricht wollten wir nicht bis morgen aufhalten, wollten auf jeden Fall heute schon damit rausrücken. Was meint ihr? Meint ihr, morgen gibt es eine Einigung? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eventuell Fox irgendwie das aus der Hosentasche rauszieht. Aber wir haben mit den Luis jetzt auch ein bisschen recherchiert und es haben einige mit Whipple-Angestellte gesprochen und die sind der Meinung, morgen gibt es keine Einigung. Ja, wir müssen ja ganz klar so sagen, dass wir jetzt natürlich auch diese Bilder hier sehen. Wir haben es jetzt nicht live selber mitverfolgt oder jetzt als Video gesehen. Es kann natürlich immer alles mit Photoshop und was weiß ich, sag mal, eingefügt werden. Das wissen wir natürlich nicht. Wir müssen da jetzt gucken. Es kann natürlich passieren, ne? Gerade mit Swell. Wir wissen ja, wir sind dann von unserer Wette gerade schon erzählt. Sind jetzt gerade sehr heiße Tage, ne? Also gerade Swell, für alle, die es nicht wissen, ist einmal eine große Messe oder eine große Veranstaltung, speziell von Ripple in London. Und ja, bin ich sehr gespannt, was die nächsten Tage, sag mal, rauskommt. Ich hoffe auf jeden Fall auf gute Nachrichten, egal wohin. Ob es jetzt bald, sag mal, mit ODL losgeht oder mit der Klage, werden wir auf jeden Fall abwarten. Ich glaube, wie gesagt, noch nicht, dass wir dieses Jahr, sag mal, das Settlement oder die Einigung oder generell ein Ende der Klage, sag mal, sehen. Und ja. Luis, würdest du Nein sagen, wenn es noch... Also wenn es morgen eine Einigung geben würde, würdest du sagen, nein, möchte ich nicht? Ja, da bin ich sehr, sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ich würde natürlich immer noch gerne einkaufen, aber dann wiederum, ich glaube, ich kann man nie genug haben und ich würde mich auch endlich mal freuen, wenn es endlich mal vorbei ist. Ja, so viele Stunden, die man hier verbringt und einfach keine Lust mehr hat, selber über das Thema drüber zu diskutieren. Aber ja, ich bin gespannt. Das Ding ist, da sind definitiv keine Photoshop, weil, Luis, es ist so, dass das Bild von mehreren Perspektiven und von mehreren Wohnzimmern in Amerika fotografiert wurde, okay? Also das sind jetzt nur Beispielbilder, aber ich habe sehr, sehr viele Bilder darüber gesehen. Mhm. Und ja, in Amerika wird darüber gesprochen und wir wollten auch darüber sprechen. Was sagt denn unsere gute Freundin Elona dazu? Und zwar ist der ganze Bericht, sag ich mal, über Fox Business einmal veröffentlicht worden oder man hat es auf Fox Business gesehen. Und ja, die gute Eleanor Tourette, sag ich mal, das ist eine Journalistin, die bei Fox Business selber arbeitet und hat schon sehr, sehr viele gute News, sag ich mal, rausgehauen. Gerade zum Fall Ripple gegen die SEC. Und hier tweetet sie, sag ich mal, selber, laut einem Ripple-Sprecher wurde der Bericht von heute Morgen über eine erwartete Einigung zwischen Ripple und der SEC, den 15.11., als falsch, sag ich mal, betitelt. Ne? Also der Sprecher von Ripple hat gesagt, das ist eine Falschmeldung, aber ich würde jetzt nicht so viel drauf setzen. Natürlich, warum sollten die ja, das natürlich, sag ich mal so, jetzt bekannt geben, wenn es noch nicht bekannt ist? Natürlich schwierig zu sagen. Das würde mich eure Meinung, sag ich mal, sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Es kann natürlich wirklich wahr sein, dass wir jetzt das Settlement sehen, aber es kann natürlich auch sein, dass das ja, ein Fake ist, dass falsche Information ist. Und ja, müssen wir auf jeden Fall sehen.
Der ganze Markt blutet gerade, okay, Luis? Der ganze Markt blutet, alle Leute sind unsicher. Abgesehen davon, Leute, ne? Ich höre immer wieder und ich habe jetzt von so vielen gehört, die haben keine Lust mehr auf Kryptos, die haben keine Lust mehr auf Investment, die sagen, das ist alles Fake und was weiß ich. Und es ist ja so, dass wir schon sehr lange darüber sprechen, dass sie uns alle aus dem Markt haben wollen. Und es ist gerade wirklich... Es ist schon so weit, dass sehr viele Leute aus dem Markt raus sind und sehr viele Leute nichts mehr mit Kryptos jetzt gerade zu tun haben. Wir merken das ja selber jetzt gerade auch in YouTube und so. Es sind immer weniger Leute in YouTube unterwegs, was Kryptos angeht, weil die Leute haben einfach keine Lust mehr. Jetzt sind nur noch diese Hardcore-Krypto-Junkies sind auf jeden Fall aktiv. Der harte Kern ist da, ne? Ja, diese OGs, diese, weißt du, diese Fanboys und die anderen, die kurz dazugekommen sind, sind alle schon weggespült. Die Personen, die sich jetzt gerade das Video anschauen, können von sich behaupten, definitiv, die gehören auf jeden Fall zum alten Eisen dazu. Und die machen auf jeden Fall ganz stark was richtig, ne? Muss ich nochmal ganz klar sagen. Die Leute, die jetzt, sag ich mal, am Start sind und, sag mal, die Emotionen in Schach halten, weil das ist das Wichtigste, sag mal, die Emotionen am Start zu halten und ja, nicht in Panik zu verkaufen, ne? Jetzt gerade ist ja so, dass niemand an eine Einigung glaubt. Niemand glaubt an eine Einigung. Die Leute glauben eher an 8.000, 10.000k pro Bitcoin und niemand glaubt an eine Einigung. Es ist ja meistens so, wenn niemand dran glaubt, dass es dann auf jeden Fall explodieren könnte. Und ich bin auf jeden Fall sehr bullig eingestellt, was Ripple angeht gegen die SEC. Ich weiß, höchstwahrscheinlich werden wir keine Einigung morgen, übermorgen sehen, aber ich wünsche es mir so sehr, Luis, ne? Und wenn ich wirklich diesen Döner verlieren sollte, dann verliere ich den halt, aber ich kann es mir auf jeden Fall wünsche, vielleicht wünsche ich mir das zu Weihnachten, Luis, vielleicht schenkst du mir ja die Einigung. Ja, vielleicht ist es ja auch wirklich einfach, sag mal, durchgesickert. Wir müssen es wirklich sehen, also keiner kann jetzt in die Zukunft gucken. Gibt viele Gründe, warum, sag ich mal, der Sprecher von Ripple das jetzt einmal noch verneinen sollte, ne? Aber wir wissen es ja nicht, ne? Es kann immer sein, dass es, sag ich mal, ein Insider war oder dass Insider-Informationen, sag ich mal, rausgetreten wurden. Es gibt genug Gründe auf jeden Fall für den Sprecher für Ripple, dass er, sag ich mal, das nicht sagen oder dass er sagen würde oder das nicht bestätigt, sag ich mal so. Und ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, keiner kann in die Zukunft gucken und wir werden es einfach jetzt die nächsten Tage sehen, ne? Die Frage ist jetzt, was denkt ihr? Was sagt ihr zu der Sache? Ist es wirklich so, dass wir eventuell wirklich morgen oder jetzt während 12 eine Einigung kriegen? Oder sagt ihr, nee, never ever, sowas wird nicht passieren? Weil es ist ja tatsächlich auch so, dass das ist ja die hauseigene Messe von Ripple und der Brad Gainhouse wird da als Redner auftreten. Was hat der Brad zu sagen, ist die Frage. Der Brad wird ja nicht einfach da hinkommen und sagen, hey, schönen guten Tag und das Buffet ist eröffnet. Sowas wird er definitiv nicht sagen. Er wird ja irgendwelche, da werden Investoren sein, da werden große Leute sitzen, der muss den ja irgendwie ein bisschen Stoff liefern und ich gehe davon stark aus, dass der dann irgendwie eine Bombe platzen lassen wird. Klar würde ich mir, ich wünsche mir am liebsten, Luis, dass es morgen eine Einigung gibt und dass der dann auf der Swell dann sagen wird, hey, pass mal auf, ODL startet. Wegen dieser ODL-Nachricht, die könnte auch stattfinden, dass ja, es der gibt viele sagt, Sachen, ne? Genau. Also gerade Swell, ne, Quartalsberichte, ne, das alles, das halt, man sieht ja, dass Ripple, sag ich mal, so einen krassen Zuwachs hatte, da wird auf jeden Fall drüber reden, die Zahlen werden veröffentlicht, gerade für Investoren und so. Wie gesagt, ich persönlich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es, sag ich mal, auf der Swell, sag ich mal, veröffentlicht wird, dass, sag ich mal, Ripple oder Brad Garlinghouse das Recht, sag ich mal, dazu hat, das als erstes zu veröffentlichen. Ich glaube, das wird dann, wenn, sag ich mal, über das öffentliche Organ gehen, sag ich mal, vielleicht über die Medien oder so. Ja, aber wir werden es sehen, ne? Und müssen wir einfach abwarten. Uns wird auf jeden Fall eure Meinung sehr stark interessieren und packt die mal wirklich in die Kommentare. Wir lesen uns auf jeden Fall alles durch und versuchen jedes Kommi, sag ich mal, zu beantworten. So, Leute, ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, drücken wir alle auf Gefällt mir. Und wenn ihr neu seid, dürft ihr gerne diesen Kanal kostenlos übrigens abonnieren. Und wenn wir neue Nachrichten haben, heute Abend, ne? Es ist schon heute Abend, morgen früh oder sonstiges, wir sind auf jeden Fall am Start und morgen kommt definitiv nochmal ein Video. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und hier auf dieser Adresse, auf diesem Kanal seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse, Leute. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ne? Wie gerade schon gesagt, was ihr zu dem Thema sagt. Was denkt ihr? Ist es, sag ich mal, ein Fake? Ist es ein Leak? Ist es, ja, was ist es? Schreibt's mal rein. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram und vor allem TikTok-Seite. In diesem Sinne,
Haut rein, Leute. Haut rein. Und wie es weitergeht, das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang, bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.